Hallihallo allerseits und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht sie schon neben mir. Heute geht es um Akkugebläse. Genauer gesagt heute für euch der große Vergleich der Makita Akku-Laubgebläse. Von 18 Volt für kleine bis mittlere Flächen bis hin zu 40 Volt ist alles dabei. Stellt sich die Frage, was taugen denn die Geräte so, wo unterscheiden sie sich? Und natürlich last but not least, für welches Gerät soll ich mich denn hier entscheiden? Genau auf diese Fragen werde ich zusammen heute mit euch einmal im Video ausführlich drauf eingehen. Deswegen würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, starten wir gleich nach dem Intro. Aber wie üblich, falls noch nicht geschehen, dann definitiv diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren sowie die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser drei Geräte findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Wie es ja bekanntermaßen bei Makita so üblich ist, gibt es auch bezüglich der Laubgebläse unterschiedlichste Varianten. Von 18 über 36 bis hin zu 40 Volt ist hier alles dabei. Aber dies sind natürlich noch nicht alle Gebläse. Genauso gut gibt es auch noch deutlich kleinere, wie zum Beispiel hier den DUB 185, 186 und so weiter und so fort. Aber diese kleinen Geräte liefern natürlich deutlich weniger Leistung verglichen mit diesen drei großen Geräten. Deswegen würde ich sagen, in diesem Video einmal diese ganz kleinen Geräte ausgeklammert. Das heißt, heute geht es ausschließlich um diese drei leistungsstarken Geräte, 18 Volt, 36 Volt und 40 Volt im Vergleich. Das heißt also, wir haben zum einen vor uns das reine 18 Volt Gerät, den Makita DUB 184. Als nächstes das 36 Volt Modell, angetrieben durch zwei 18 Volt Akkus. Wahrscheinlich das bekannteste Gerät, der Makita Akku Laubbläser DUB 362. Und last but not least das neueste und wahrscheinlich auch stärkste Gerät, das 40 Volt Gerät XGT der UB 001. Wie man bereits sehen kann, sind diese drei Gebläse vom Aufbau sehr, sehr identisch. Weshalb ich nicht zuletzt die ganzen anderen Gebläse, wie zum Beispiel den Makita DUB 186 oder auch den Laubsauger, den Makita DUB 363, in diesem Vergleich einmal mit ausgeklammert habe. Das heißt, heute fokussieren wir uns wirklich ausschließlich auf die typischen leistungsstarken Einhandgebläse DUB 184, 362 und den UB 001. Ebenfalls ganz wichtig, jedes dieser Geräte habe ich schon einmal ausführlich und separat vorgestellt. Das heißt, falls du diese Videos noch nicht gesehen haben solltest, dann schau sie dir definitiv gleich noch einmal an. Ich werde sie dir einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken, denn wie gesagt, heute geht es um das große Vergleichsvideo dieser drei Geräte. Bedeutet, auf die ganzen einzelnen Details werde ich nicht noch einmal separat zu sprechen kommen, sondern wir schauen uns die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser drei Geräte an. Wie bereits schon erwähnt, handelt es sich also hierbei um die bekannten Einhandgebläse von Makita. Vorne dran das Blasrohr, direkt dahinter der leistungsstarke Motor mit Turbine, obendran der Handgriff. Ihr seht, vom Aufbau sind diese Gebläse mehr als identisch. Genau deswegen steckt auch hier der Teufel im Detail, speziell wenn man sich einmal hier oben die Bedienelemente anschaut, auch hier der Handgriff und natürlich nicht zu vergessen der Akkuschacht ganz hinten dran. Würde ich vorschlagen, starten wir doch gleich einmal beim äußerlich markantesten Punkt dieser drei Geräte, und zwar bei der Größe bzw. dem Gewicht. Wie man in der Seitenansicht meines Erachtens nach sehr schön erkennen kann, sind alle drei Geräte fast gleich groß. Das einzige, welches hier etwas heraussticht, ist das 36 Volt Gerät. Dieses ist ein paar Zentimeter länger, speziell bezogen hier auf das Motorgehäuse. Aber ansonsten sind alle drei Geräte sowohl von der Höhe als auch von der Breite nahezu identisch. Der nächste Punkt, der auffällt, ist natürlich das Blasrohr. Diesbezüglich liegt also aktuell das 18 Volt Gebläse der Makita DUB 184 auf Platz Nummer 1, gefolgt von dem 36 Volt Gerät, dem DUB 362 und auf dem letzten Platz das 40 Volt Gerät, das UB 001. Dabei aber ganz wichtig zu wissen, die Blasrohre oder eher gesagt Teleskopblasrohre können sowohl längentechnisch verstellt als auch mit unterschiedlichen Aufsätzen versehen werden.
Das heißt also, je nachdem, wie man sein Laubgebläse bestücken möchte, kann man das Teleskopblasrohr in den vorgegebenen Stufen ausziehen und verstellen, beziehungsweise genauso gut die Aufsätze ganz vorn dran umstecken. Ich muss zugeben, manchmal ist das Ganze etwas hakelig, aber ganz klar, wie oft steckt man bitte hier die Düsen oder das Blasrohr um? Das Ganze wird sicherlich nicht täglich vorkommen. Wir haben aber dafür den großen Vorteil, dass wir hier schnell mal die Düsen tauschen können, ohne dass wir dafür Werkzeug oder dergleichen benötigen. Hinzu kommt, für die Laubgebläse gibt es direkt aus dem Lieferumfang etliche Düsen und Blasrohre mit dazu. Das heißt, wir haben eine Runddüse, eine Flachdüse, zum Teil auch eine Verlängerung. Diesbezüglich am besten einmal die Einzelvideos anschauen, denn in diesen Videos bin ich noch einmal separat auf die ganzen Düsen und Blasrohre drauf eingegangen. Nichtsdestotrotz muss ich zugeben, sind alle drei Blasrohre meiner Meinung nach von der Länge her vollkommen ausreichend, sodass man wirklich angenehm, ohne sich zu bücken, dann auch zum Beispiel Laub zusammenblasen kann. Aber wie gesagt, dafür gibt es dann auch die unterschiedlichen Düsen, wie zum Beispiel hier eine Flach- oder eine Runddüse. Ach ja, und falls einige auf die Idee kommen sollten, die Blasrohre zu tauschen, das Ganze ist leider nicht möglich, denn wir haben hier erstens unterschiedliche Durchmesser, zum Beispiel hier den stärksten Durchmesser finden wir beim 40 Volt Gebläse. Das Blasrohr passt zum Beispiel nicht auf die anderen beiden drauf, genauso gut ist es aber auch nicht möglich, die Blasrohre zwischen diesen beiden Geräten zu tauschen. Das heißt, die Blasrohre passen wirklich bloß auf das jeweilige Gerät, was ich persönlich etwas schade finde. Machen wir weiter bei einem der wichtigsten Punkte eines Akku-Laubgebläses, und zwar dem Gewicht. Denn das Gerät muss, wie gesagt, durch den Handgriff kontinuierlich mit einer Hand gehalten werden. Natürlich ist es möglich, hier ein Tragegurt einzuhängen, darauf werde ich ebenfalls nachher noch einmal drauf zu sprechen kommen. Aber nichtsdestotrotz, je leichter das Gerät ist, desto angenehmer ist einfach die Handhabung, dagegen lässt sich nichts sagen. Und genau deswegen habe ich alle drei Geräte einmal nachgemessen mit einem großen Akku, denn wir möchten natürlich auch eine maximale Laufzeit mit dem jeweiligen Gerät erreichen. Das heißt, angefangen mit dem DOB 184, dem rein 18 Volt Gebläse. Hierfür habe ich verwendet ein 18 Volt Akku mit 5 Amperestunden und wir kommen auf ein Gesamtgewicht von roundabout 3000 Gramm mit einem großen Akku, was wirklich sehr, sehr leicht ist. Als nächstes folgt das 40 Volt Gebläse. Hierfür habe ich verwendet einen großen 40 Volt Akku mit 4 Amperestunden und wir landen bei einem soliden Gewicht von ungefähr 3400 Gramm, also noch einmal 400 Gramm mehr als hier beim 18 Volt Gebläse, was meiner Meinung nach immer noch recht in Ordnung geht. Und last but not least, das 36 Volt Gebläse. Hierfür benötigen wir logischerweise gleich zwei 18 Volt Akkus. Bedeutet, das Gerät ist natürlich schon einmal deutlich schwerer. Und hier landen wir also mit zwei 18 Volt Akkus mit jeweils 5 Amperestunden bei stolzen 4250 Gramm. Und ich würde sagen, das merkt man auch speziell im Vergleich zu diesen beiden doch sehr handlichen und kompakten Geräten. Das heißt also wiederum, wenn man hier möglichst leicht unterwegs sein möchte, dann ist natürlich das DOB 184 die erste Wahl mit seinen gerade einmal 3000 Gramm. Aber ich muss sagen, der Gewichtsunterschied zwischen diesen beiden Geräten, also 400 Gramm mehr, ist eigentlich ebenfalls zu vernachlässigen. Das heißt, diese beiden Geräte sind meiner Meinung nach auf einer Wellenlänge, wobei das DOB 362, also das 36 Volt Gebläse, hier doch schon ziemlich stark raussticht. Dennoch, wer sagt, 3000 Gramm für eine Hand ist mir einfach zu viel, kein Problem. Dafür gibt es, wie gesagt, aus dem Lieferumfang mit dazu einen passenden Tragegurt. Dieser wird vorn und hinten hier an der Maschine eingeklickt. Dafür sehen wir hier diese kleinen Ösen. Diesbezüglich sind alle drei Maschinen komplett identisch und damit läuft natürlich dann ein Großteil des Gewichts über den Schultergurt und die jeweilige Maschine ist deutlich leichter. Ich persönlich muss sagen, ich habe die Maschinen immer ohne Schultergurt betrieben, da ich so die Handhabung einfach deutlich angenehmer finde, als wenn man das Ganze dann mit Schultergurt verwendet. Machen wir weiter beim Korpus dieser drei Geräte hier hinten in Türkis zu sehen und wie in der Seitenansicht sehr schön ersichtlich, alle drei Gebläse sind ja vom Aufbau wirklich fast identisch, aber der Unterschied steckt hier wie gesagt im Detail. Das heißt, neben den ganzen Gemeinsamkeiten gibt es auch ein paar kleine Unterschiede, die wir uns gleich einmal ausführlich anschauen werden.
Zuerst einmal muss man sagen, alle drei Gebläse werden durch einen leistungsstarken Brushless-Motor angetrieben. Dieser sitzt hier unten im Motorgehäuse und dieser versorgt wiederum eine Hochleistungsturbine, die dann hier vorne den Luftstrom produziert. Diesbezüglich muss man aber auch sagen, wir haben hier zwischen diesen drei Geräten unterschiedliche Leistungsklassen bzw. unterschiedliche Luftgeschwindigkeiten und ein unterschiedliches Luftvolumen, was dann hier vorne wirklich aus dem Blasrohr rauskommt. Das heißt also, bei allen drei Geräten ein leistungsstarker und effizienter Brushless-Motor-Check. Das Ganze ebenfalls noch einmal hier an den ganzen BL-Logos erkennbar. Und hinzu kommt, alle drei Geräte sind auch spritzwassergeschützt. Bedeutet also, wenn es dann einmal anfangen sollte zu tröpfeln, was ja im Herbst nicht unüblich ist, können wir mit dem Laubgebläse auch weiterhin dann das Laub zusammenblasen. Neben den ganzen LXT, XGT und BL-Logos finden wir dabei auf der Oberseite den jeweiligen Handgriff des Laubgebläses. Dieser ist, wie ersichtlich, in Schwarz einmal komplett gummiert. Auf der Unterseite des Handgriffs ebenfalls eine Gummierung mit einer leichten Riffelung, sorgt noch einmal für deutlich mehr Grip. Das heißt, jeder Handgriff bietet hier wirklich eine hohe Rutschfestigkeit. Und ich muss sagen, von der Ergonomie lassen sich alle drei Handgriffe ebenfalls sehr angenehm greifen. Das heißt, diesbezüglich kein wirklicher Unterschied spürbar. Der markanteste Unterschied dieser drei Geräte oder eher gesagt dieser drei Handgriffe ist meiner Meinung nach ersichtlich, sobald man einmal von oben drauf schaut. Denn wie erkennbar, diese beiden Geräte, also 18 und 40 Volt, besitzen auf der Oberseite die gleiche Arretierung. Dazu haben wir hier diesen kleinen Hebel, wodurch wir dann die Geschwindigkeit auf der jeweiligen Stufe arretieren können. Das heißt, wir müssen nicht kontinuierlich den Trigger auf der Unterseite betätigen, sondern können hier stufenlos die Arretierung zum Beispiel auf 50% stellen und das Gebläse läuft kontinuierlich dann mit 50%. Etwas anders sieht es hingegen beim 36 Volt Modell aus. Hier haben wir nämlich keine Arretierung für den Daumen, sondern ein kleines Stellrädchen mit insgesamt 6 Stufen. Und dadurch können wir nicht die Geschwindigkeit in diesem Sinne arretieren, sondern nur vordefinieren. Denn zum Beispiel möchten wir nicht die volle Geschwindigkeit hier auf Stufe Nummer 6 nutzen, sondern die Geschwindigkeit bereits vorab leicht reduzieren. Dafür also hier das kleine Rädchen. Wir stellen zum Beispiel das Rädchen auf Stufe Nummer 3 und damit haben wir dann in diesem Sinne nur 50% der maximalen Geschwindigkeit. Dazu wie gesagt ebenfalls ein separates Video gemacht vom DOB 362. Dennoch, ich muss sagen, mir persönlich gefällt diese Art der Arretierung etwas besser, denn hiermit lässt sich ganz einfach mit dem Daumen dann die jeweilige Stufe arretieren, währenddessen ich beim DOB 362 erst hier diesen seitlichen Knopf reindrücken muss, damit sich das Ganze dann wirklich arretieren lässt. Bezüglich der Regulierung sind alle drei Laubgebläse dann wieder vollkommen identisch. Das heißt, wir finden hier auf der Unterseite des Handgriffs einen schön großdimensionierten Trigger, wodurch wir das Luftvolumen und die Luftgeschwindigkeit problemlos und stufenlos regulieren können. Ich muss sagen, von der Handhabung sind alle drei Trigger oder alle drei Geschwindigkeitsregulierungen sehr, sehr angenehm. Außerdem kein Haken oder dergleichen zu verspüren, also wirklich auch sehr feinfühlig. Etwas anders hingegen sieht es aus, wenn es um das Thema Aktivierung geht. Denn wie bereits einige wahrscheinlich schon gemerkt haben, sticht hier das 40 Volt Gerät wieder unter diesen drei Geräten heraus. Das heißt, das 18 Volt Gerät und das 36 Volt Gerät, beide sind kontinuierlich einsatzbereit. Sobald also hier ein bzw. zwei Akkus drinstecken, kann das Laubgebläse direkt am Trigger aktiviert werden. Das Ganze sieht beim 40 Volt Gerät etwas anders aus. Auch wenn hier ein 40 Volt Akku drinsteckt, lässt sich das Gebläse nicht aktivieren, denn dafür finden wir auf der Vorderseite einen weiteren kleinen Folienknopf, welcher vorerst betätigt werden muss, damit das Gerät überhaupt aktiviert werden kann. Dennoch, ich persönlich muss sagen, finde diese Art der Aktivierung etwas besser, denn das Laubgebläse muss vor der Benutzung wirklich erst aktiviert werden und ist nicht dauerhaft einsatzbereit, denn es kann ja mal vorkommen, dass wenn ich hier das Laubgebläse transportieren möchte, wahrscheinlich am Handgriff und dann versehentlich einmal auf den Trigger komme, ist das Laubgebläse gleich auf Vollgas. Das Ganze wird beim 40 Volt Gerät nicht passieren, denn dieses muss ich vorab am Knöpfchen erst aktivieren. Wird der eine oder andere sagen, gut, ein weiterer Knopf, den ich vorher drücken muss. Das Ganze ist nicht nötig, deswegen bin ich einmal sehr gespannt, was du von dieser Aktivierungsmethode hältst. Schreib es mir gerne einmal unten in die Kommentare. Also entweder hier ein kleiner Knopf zum Aktivieren oder halt wie bei diesen beiden Geräten dauerhaft einsatzbereit.
Kommen wir zum nächsten interessanten und wichtigen Vergleichskriterium dieser drei Geräte, und zwar der Stromversorgung. Akkulaufgebläse sind ja bekanntermaßen ziemlich leistungshungrig, und genau deswegen habe ich an diesen drei Geräten auch schön große Akkus installiert. Wie bereits schon gesagt, beim 18 Volt Modell ein 18 Volt Akku mit 5 Amperestunden, beim 36 Volt Modell zwei dieser Akkus und beim 40 Volt Gerät, dem UB001, ein 40 Volt Akku mit 4 Amperestunden. Damit sollten diese drei Laubgebläse auch eine sehr gute Laufzeit erreichen. Wie lange dabei die jeweiligen Laubgebläse im Zusammenhang mit den großen Akkus durchhalten, das wird, würde ich sagen, dann nachher der Praxistest zeigen. Ebenfalls sehr interessant die Positionierung und Ausrichtung der Akkus. Denn beim 40 Volt Gerät oder eher gesagt bei den neuen 40 Volt Akkus ist die Akkustandsanzeige ja bereits in den Akkus auf der Vorderseite integriert. Das heißt, beim 40 Volt Modell ist es nicht nötig, eine weitere Akkustandsanzeige zu verbauen. Das heißt, wir haben diese hier direkt im Akku integriert und der Akku wird, wie man sehen kann, von oben in den Akkuschacht eingeschoben und damit können wir auch dann den Akkustand während der Benutzung kontinuierlich ablesen, was ich persönlich ziemlich praktisch finde. Beim 36 Volt Gerät sieht es sehr ähnlich aus. Auch hier werden nämlich die Akkus von oben in den Akkuschacht eingeschoben. Aber bekanntermaßen ist ja die Akkustandsanzeige der Akkus auf der Unterseite. Das heißt, diesen können wir entsprechend nicht so leicht ablesen. Wäre da nicht eine separate Akkustandsanzeige direkt hier im Gerät integriert. Dadurch lässt sich entsprechend auch der Akkustand bereits auf der Oberseite ablesen, was ebenfalls sehr praktisch ist. Lediglich die kleine Variante, also der DUB184, besitzt keines der beiden. Das heißt, weder eine Akkustandsanzeige hier am Gerät noch am Akku auf der Oberseite. Bedeutet, wenn wir also hier den Akkustand ablesen möchten, müssen wir wirklich den Akku rausnehmen, den Akkustand auf der Unterseite abfragen und können dann erst weiterarbeiten. Das heißt, bei diesem Gerät wäre vielleicht ebenfalls wünschenswert, eine kleine Akkustandsanzeige hier direkt im Gerät integriert. Und nicht zu vergessen, der meiner Meinung nach riesige Vorteil, dass wir bei diesen beiden Geräten lediglich einen Akku für den Betrieb benötigen. Das heißt, bei diesem Gerät benötigen wir immer diese beiden Akkus, damit das Gerät auch wirklich läuft. Das Ganze ist bei diesen beiden Geräten, also beim 18 und beim 40 Volt Gerät, deutlich angenehmer. Hier brauche ich wirklich nur einen Akku und das Gerät ist damit schon einsatzbereit. Auch einfach vom Tragen meiner Meinung nach deutlich angenehmer als hier beim 36 Volt Modell. Und somit würde ich sagen, kommen wir auch schon zum interessantesten Punkt, auf den wahrscheinlich alle schon gewartet haben. Und zwar, was leisten denn diese drei Laubgebläse im Vergleich? Zuerst einmal muss man sagen, das 40 Volt Gerät ist diesen beiden Geräten dann doch schon etwas überlegen. Denn wir haben hier den normalen Leistungsbereich, aber wenn wir den Trigger komplett durchdrücken, spüren wir einen kleinen Widerstand. Und anschließend landen wir im Boost Mode. Hier liefert das Laubgebläse noch einmal eine ganze Ecke mehr Leistung, also sozusagen das maximal Mögliche. Ich würde sagen, beginnen wir aber erst einmal mit der Leerlaufdrehzahl, die schlussendlich dann von der Turbine produziert wird, denn dadurch entsteht ja dann das maximale Luftvolumen oder die maximalen Luftgeschwindigkeiten. Das heißt, DUB 184, das 18-Volt-Gerät, liefert maximal 18.000 Umdrehungen pro Minute, was definitiv recht ordentlich ist. Gefolgt vom 36-Volt-Gerät mit 21.500 und das 40-Volt-Gerät mit maximal 20.000 im normalen Leistungsbereich und dann im Boost-Mode mit stolzen 23.000 Umdrehungen pro Minute. Ihr seht also hier definitiv eine ganze Ecke mehr. Anschließend, gefolgt vom Luftvolumen, 18 Volt Gerät, stolze 13 Kubikmeter pro Minute. Bei diesem hier 13,4, also kein so großer Unterschied. Und ich würde sagen, bei diesem Gerät beschränken wir uns nun auf den reinen Boost Mode. Das heißt, hier schafft das Gerät maximal 16 Kubikmeter pro Minute, also wirklich reiner Wahnsinn. Und nun die Luftgeschwindigkeiten, angegeben in Kilometer pro Stunde. Hier liefert der DUB 184 bereits stolze 187 Kilometer pro Stunde, also eigentlich schon Wahnsinn. Als nächstes gefolgt von dem 36 Volt Gerät mit 194 Kilometer pro Stunde und nun das Schlusslicht, das Makita UB001 im Boost Mode mit wahnsinnigen 230 Kilometer pro Stunde an Luftgeschwindigkeiten. Ihr seht also, bereits in der Theorie gibt es zwischen diesen drei Geräten recht große Unterschiede. Nun würde ich aber sagen, ist es an der Zeit für die Praxis. Das heißt, wollen wir auch einmal sehen, wie die drei Laubgebläse dort vergleichsweise performen. Deswegen lehnt euch zurück. Nun geht's los mit dem Praxistest.
Und damit würde ich sagen, ist es nun an der Zeit, dass wir uns einmal die drei leistungsstarken Akkugebläse kurz im Vergleich anschauen. Es heißt also Makita 18 Volt DUB 184, VS 36 Volt DUB 362, VS 40 Volt UB 001. Passend zu jedem Gebläse verwendete ich entsprechend einen frisch aufgeladenen Akku. Für die LXT-Geräte einen großen 5 Amperestunden und für das 40 Volt Gerät einen 4 Amperestunden Akku für die maximale Leistung sowie Durchhaltevermögen. Hinzu kommt, dass sich alle Geräte während des Tests in der höchsten Leistungsstufe befanden. Bei Makita DUB 362 ist dies Stufe Nummer 6 und bei dem UB 001 der sogenannte Boost Mode. Das 18 Volt Gebläse wiederum besitzt lediglich eine Stufe. Als Testfläche wiederum verwendete ich eine gängige Grünfläche, wo normalerweise der Mähroboter unterwegs ist. Wie man sehr schön sehen kann, befinden sich hier etliche Lindenblüten und Blätter, welche teilweise schon etwas länger liegen und damit auch eingewachsen sind. Werden wir also einmal sehen, wie sich die Gebläse hier im Vergleich schlagen. Angefangen habe ich also mit dem 18 Volt Gebläse DUB 184 auf maximaler Stufe. Das erste, was hierbei auffiel, ist das Gewicht, denn das DUB 184 ist aufgrund der kompakten Größe und des einzelnen Akkus vergleichsweise einfach extrem leicht. Damit verbunden ermöglicht es aber auch eine sehr angenehme Handhabung, wodurch man mit diesem Gerät lange ermüdungsfrei arbeiten kann. Bezüglich der Leistung muss ich sagen, ist das Gerät ausreichend, aber nicht überdurchschnittlich. Das bedeutet, dass das Gebläse mit den Blättern keinerlei Probleme hatte, aber der gesamte Vorgang doch etwas Zeit in Anspruch nahm. Lediglich bei nassen, großen Laub würde ich das DUB 184 nicht mehr verwenden wollen, da es hierbei schnell an seine Leistungsgrenze kommt. Als nächstes Gerät entschied ich mich für das 36 Volt DUB 362, was mir sozusagen die Augen öffnete, denn der Unterschied war in zweierlei Hinsicht enorm. Durch den direkten Vergleich merkt man sofort, wie massiv bzw. schwer doch die 36 Volt Variante mit zwei großen Akkus wirklich ist. Zwar hat das Gerät deutlich mehr Zunder unter der Haube als das 18 Volt Gerät, ist aber auch unangenehmer in der Handhabung. Bereits nach kurzer Zeit merkte ich die große Beanspruchung im Unterarm, was auf Dauer nur durch einen Wechsel der Hand gewährleistet werden kann. Zum Glück hatte ich mit diesem Gebläse die Fläche um einiges schneller gereinigt, da das Gebläse einen deutlichen Leistungsunterschied aufweist. Auch mit nassem Laub hat das Gebläse entsprechend keinerlei Schwierigkeiten. Schlussendlich, kurz bevor mein Arm also abfiel, testete ich noch das 40 Volt Gebläse UB 001. Im Vergleich zur 36 Volt Maschine war auch hier wieder von Beginn an ein gewisser Gewichtsunterschied spürbar. Das 40 Volt Gebläse ist zwar etwas schwerer als das 18 Volt Gerät, aber immer noch deutlich leichter als das 36 Volt Gerät. Und ich muss sagen, das merkt man auch. Von der Handhabung her lässt sich hier nichts bemängeln und auch das Gewicht geht für eine längere Benutzung vollkommen in Ordnung. Nicht zu vergessen die Leistung. Im normalen Leistungsbereich konnte ich zwischen dem 36 und dem 40 Volt Gebläse keinen merkenswerten Unterschied feststellen. Beide Gebläse sind sehr leistungsfähig und haben auch mit nassem Laub im Herbst keine Probleme. Lediglich, sobald man den Boost-Knopf betätigt, merkt man, was für versteckte Reserven das XGT-Gebläse so zu bieten hat. Denn dieses Gebläse ist definitiv mit Abstand das stärkste Gerät im Test. Im Großen und Ganzen lässt sich also sagen, dass alle Gebläse definitiv erst einmal sehr gut abgeschnitten haben. Ausschlaggebend, für welches Gerät man sich entscheiden sollte, liegt hauptsächlich an den eigenen Ansprüchen. Benötigt man ein sehr kompaktes und handliches Gebläse für kleine bis mittlere Flächen im 18 Volt System, dann sollte das DUB 184 vollkommen genügen. Wer hingegen weiterhin das 18 Volt System bevorzugt und keinerlei Probleme mit einem etwas schwereren Gerät hat, der sollte sich das DUB 362 zulegen. Für alle anderen, die das maximal möglich rausholen möchten und zusätzlich noch bereit sind, sich parallel in das neue 40 Volt System zu stürzen, denjenigen würde ich ganz klar das UB 001 ans Herz legen. Und damit bist du gefragt, wie ist deine Meinung zu diesen drei Laubgebläsen und für welches würdest du dich entscheiden bzw. welches dieser drei Gebläse hast du aktuell in Verwendung? Schreib mir gerne mal deine Meinung und Erfahrung unten in die Kommentare. Und damit war es das nämlich auch schon wieder mit diesem
Video. Falls dir der Aufwand gefallen hat, dann zeig es gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren sowie die Glocke aktivieren, um künftig kein neues Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser drei Geräte findest du unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für deine regelmäßige Unterstützung und damit würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.